Und der Tag fängt für mich erst richtig an, wenn mein Butler, mein engster Vertrauter, bei mir ist und mich kleidet. Winston! Schrei ich dann immer. Winston! Winston ist leider schwerhörig, insofern muss ich etwas lauter sprechen. Winston! Verdammt! Graf Mon, ich hoffe, Sie haben gut gelegen gestern Nacht. Es war fürchterlich, aber danke. Das freut mich wirklich sehr. Der Rücken! Entschuldigen Sie bitte. Der Rücken! Entschuldigen Sie bitte. Sie sollen mir meinen Rücken gerade rücken, wie jeden Morgen. Ja, Sie sind verrückt. Möchten Sie einen Tee? Und so drehe ich mich jeden Morgen um und verabscheue erneut, wie jeden Tag, mein Leben als Butler des Graf Mon. Mein Name ist Earl D. Wilson. Graf Mon, in meinem persönlichen 58-jährigen Leben hat es immer noch nicht verstanden, dass mein Name Wilson ist und nicht Winston. Wilson! Wilson ist mein Name. Ja, ist ja gut, Winston. Nimm sich einen Keks, einen, den kleinsten. Heute fahren wir zu Moriton, einem meiner besten Freunde. Von ihm habe ich Ihnen ganz sicher erzählt, diverse Male, nicht wahr? Wissen Sie das noch? Ich hasse mein Leben. Genau, er war ein Lebemann, wie Sie es sagen. Tun Sie dies nun. Hopp, hopp, hopp. Sehr gut. Ich gehe aus dem Raum, drehe mich um. Ich hasse mein Leben. Winston, ich sehe die Ritterrüstung nicht. Wo ist, haben Sie die schon eingepackt? Was? Die Ritterrüstung. Wie bitte? Die Ritterrüstung. Ach so, ja, einen Moment bitte. Ich gucke den Kutscher an und werfe ihn ungefähr so einen Blick zu. Ich bewege mich langsam nun die Treppe hinunter. Der Kutscher schaut dich an, zeigt auf ihn. Dimitri, bitte achten Sie nicht auf diesen Mann, er ist wahnsinnig. Doch, einsteigen. Jawohl. Dimitri, achten Sie bitte nicht auf diesen Mann, er ist schwerhörig. Was? Ja. Dimitri, lassen Sie das doch den Winston machen. Das ist Winston. Seine Aufgabe. Und Sie dienen diesem Herrn? Sehr wohl, mein Lord. Wieso dienen Sie zur Abwechslung nicht mal Ihrer Würde? Ein offensichtlich als Butler gekleideter älterer Mann. Schaut euch an. Oh, kennen Sie beide sich? Mein Name ist Bruce. Eine Frage? Ja. Und zwar wegen der Entlohnung für unseren Tag hier. Ja. Mein Butler Winfred ist ja de facto aktuell auf der Arbeit. Denn er arbeitet ja für mich und wo ich bin, ist seine Arbeit. Ich bin der Kern seines Lebens. Ich bin der Grund, der einzige Grund für seine Existenz. Na, absolut. Kann ich dann also nun davon ausgehen, dass das Geld, welches nun meinem Butler gehören würde, durch diese Konstellation automatisch auf meinem Feld landet? Ich möchte sagen, Ihrem Butler hätte ich überhaupt kein Geld zugeschrieben, aber für Ihre Umstände werden Sie sicherlich einen Extraaufwand erhalten. Dann bin ich einverstanden. Also merkst durchaus, dass der Ton dir gegenüber weit weniger höflich ist. Ich hasse mein Leben. Und esse. Und da werde ich zusammen mit meinem Butler bestattet, zur selben Zeit. Also wann auch immer ich gehe, muss er dann mit. Und macht den Weg zum Flur frei. Ah, das ist doch viel mehr. Das ist doch mehr unser Stand, oder? Dieses wunderschöne Räumchen hier. Graf Mon, das ist der Flur. Sophie, mir ist aufgefallen, dass Sie sehr traurig reinblicken. Ich kenne das. Hassen auch Sie Ihr Leben? Die tun Sie einfach so, als wären Sie ebenso viel wert für diese Gesellschaft wie wir. Die Reichen, die Adligen, die Schönen. Tun Sie einfach so. Ach, Papalapap, was soll das denn, dass Sie ein Lappen sind? Dass Sie ein Butler sind. Nichts wert. Nutzlos für die Gesellschaft. Tun Sie einfach mal so. Feiern Sie mal. Ich gehe zum Brandy, ja. Nehme die Flasche. Haben Sie eine Einladung? Was? Haben Sie eine Einladung? Graf Mon, Sie haben keine Einladung mehr. Warum? Sie haben sie weggegeben. Was halte ich denn da in der Hand? Meine Kündigung. Na, die brauchen wir nicht, ja? Sieh hier mal mit Ihren Witzen. Und ich nehme wieder einen tiefen Schluck Brandy. Namen sind Schall und Rauch. Wen interessiert das? Wenn ich Winston rufe, dann kommt Winston. Und alles. Mon Dieu, dieser Mann macht mich. Wie können Sie es mit ihm aushalten so lange? Nun, was ist denn tue ich nicht? Miss Sophie? Keine Antwort. Dann gehe ich zu der dritten Tür. Miss Sophie? Keine Antwort. Zur vierten Tür? Miss Sophie? Keine Antwort. Zur fünften Tür? Miss Sophie? Du stehst in der Waschküche, die hat keine Tür.
Oh, Winston! Schnauze. Ich muss Sie allerdings bitten, den Bereich der Bediensteten zu verlassen. Hier wohnen und leben wir. Ich kenne all die Tragik. Und meine Unterlippe bebt. Ich möchte Geld geben. Erinnere er sich an seinen Stand. Aber, okay. Warum hören Sie nicht auf Leute wie uns? Das sind Fragen. Freiheit. Jetzt hören Sie drauf mit dem Popperlapop von Freiheit. Wir drei Herren und hier, Winston, wir werden dieses Rätsel nun lösen. Sie alle sind arrogante Arschlöcher. Ja, wer interessiert denn Ihre Meinung? Entschuldigung, ich spreche nicht Bauer.